Herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Und ich bin schon mal zu Prüfung 5 und ihr seht es auch, mein Team ist auch schon ausgewählt. Denn ich weiß schon, was das für eine Prüfung ist. Genau, so eine Prüfung, die ist ja jedes Mal einmal so. Das ist ja die Sache. Und ich bin so dumm, ich habe vergessen, jemanden auszuwechseln. Und zwar Luigi auszuwechseln und hab auch schon den die Waffen ja verringert, weil das schon wieder so eine blöde Aufgabe ist wie in jeder Welt. Und ja, dann lass uns mal beginnen. Zum Glück kenne ich diese Mission noch sehr, sehr gut. Oder generell, ich weiß halt, wie die aufgebaut ist. Dann machen wir das mal so. Ja, machen wir das mal so. Lol, wir brauchen nicht mehr. Oha, jo. Schau ihm mal den Okay, keine Ahnung, ich wollte gerade irgendwas sagen und ich habe mich richtig versprochen. Sehr geil. Den Typ mal an, den Luigi an. Ja, dann schieße ich. Ah, fuck, ich kann ihn gar nicht treffen. Scheiße. Oh mein Gott, und Prüfung schon mit Ben, oder? Außer ich werde irgendwie hin katapultiert, was aber wahrscheinlich nicht sein wird. Ja, schön für dich, dass du das Kraftpaket benutzt, aber was bringt dir das? Also, du könnt mir nichts schaden. Ja, komm. Okay, gut, dass ich doch nicht gemacht habe. Ja, gut. Richtig. Ich wollte die Mission als erstes schon neu starten, aber hey. Hat doch noch geklappt. Ja, also Leute, ich weiß wirklich nicht, was im Moment ist. Die Missionen sind einfach. Um mir das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Da fand ich sogar manche Missionen aus Welt 1 schwerer. Kein Scheiß, da fand ich wirklich Missionen aus Welt 1, die Missionen da schwerer. Manche. Was eigentlich schon traurig ist, finde ich jetzt. Oder ja, generell. Es ist traurig. Die Missionen sind halt leichter als. Ja, als alle anderen Missionen, die wir bisher hatten. Okay, Mission Nummer 7. Ne, 6 schon. 6? Boah, wir haben erst 3 Minuten. Oh Mann. Wir sind ja alle Gegner, Einzüge Limit. Ich war stark für Rabbit Mario. Und für ihn. Und warte mal, erstmal ganz kurz die Waffen aufrüsten wieder. So. Okay. Holy moly. Also das nennt man mal Glückssträhne. Also das ist schon krass, was hier abgeht. Oh mein Gott, diese Mission. Ja, easy peasy. Denn erstens. Ja, wird klappen. Ja.
Machen wir es am besten so. Ja, easy peasy. Ist auch schon... Also, die hätte man eigentlich auch einfach nur in einfach einstufen können. Und sehe ich jetzt gerade, was ich wirklich sehe? Da hinten ist eine scheiß Bonus-Stage, die ich verpasst habe. Nee, jetzt wirklich? Habe ich die... Nee. Ich habe eine Bonus... Kiste verpasst, also eine Waffenkiste. Tschüss. Nee. Never. Leute, wir haben wir sind gerade bei 6 Minuten. Und wir haben schon 2 Missionen fertig. Wofür wir uns eigentlich im letzten Part oder in dem vorletzten Part immer 20 Minuten so gebraucht haben. Für 2 Missionen haben wir jetzt 2 Missionen in 5 Minuten geschafft. Also das nennt man jetzt wirklich einfach. Also noch 4 Missionen und das Bonuskapitel. Und dann... Ja, dann lasst euch überraschen. Ja, ich muss hier nicht rein. Stimmt, das Bonuskapitel. Das müsste eigentlich auch bald kommen, denn ich habe eine Vermutung, wo es ist. Ja, da hinten. Guck mal, das sieht so auffällig aus. Das könnte das Bonuskapitel sein. Das wäre jetzt cool. Dann hätten wir 2 Missionen und das Bonuskapitel. Und wenn wir dann wirklich noch Zeit hätten, was wahrscheinlich nicht passiert, aber wenn. Okay, das wollte er einfach gerade nicht schieben. Läuft. Komm schon, Münzen. Aber die aber auch diese Bonus-Stage sind viel, viel einfacher geworden in Welt 4. Ich meine es halt. Irgendwie war die erste bis dritte Welt irgendwie schwierig und die vierte huscht man so durch. Ist vielleicht so ein paar Aufgaben und Missionen vielleicht. Oder so. Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir heute mit diesem Part das Bonuskapitel. Ja. Das sieht, also... Das sieht auch schon so... Das hätte auch so auffällig hier... Ja, Leute. Bonuskapitel. Let's go. Welt. Welt 4. Es heißt das eigentlich heimliche. Heimliche Höhle. Okay. Das heißt, es erwarten uns wieder Kämpfe. Oh, ich muss Fotos für die. Paneuropäische Fahnenforschung machen. Sie müssen mich reinlassen auf der Stelle. Bipo, vielleicht lassen wir dich doch nicht rein, da du ein Roboter bist. Und wir keine Roboter haben wollen. Okay, dann Spaß. Und nochmal 5 Powerkugeln. Ja. Ah, da kommen wir noch gar nicht ran. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in den ersten Kampf. Besiege das Bra-Trio. Nee. Okay. Das Team, was wir gerade haben, zerstört jetzt komplett. Ja, wir machen sofort. Wir werden durchziehen. Wir werden richtig durchziehen. Richtig. Okay, dann würde ich Mario hier hinschicken. Ja, würde ich machen. Okay, dann machen wir das mal hier hoch. Okay. Jo, sogar die Lava Queen. Die kommt da hin. Oh, fuck, das ist jetzt Bullshit. Nee, komm. Nee. Das ist jetzt Bullshit gewesen, was ich gerade gemacht habe.
Aber ich weiß auch nicht, was ich hier angreifen soll mit Bienen und so. Das finde ich voll schwierig. Vielleicht doch anstatt ja, anstatt Rabbit Yoshi, Rabbit Mario, Rabbit Yoshi nehmen. Das wäre jetzt meine Überlegung halt. Ja, Waffen haben wir ja gekauft für die beiden, oder? Eben nicht. Oh. Ich gehe auf Stein mit ihm. Okay, Powerkugeln können wir noch ausgeben an. Ja, was haben wir ihn noch hier? Wayne, Alter! Er ist ein Monster. Er ist Monster. Er ist ein absolutes Monster nur noch. Rabbit Yoshi ist ein Monster. Könnte nichts sagen. Na gut, dann machen wir aber dennoch das Kraftpaket. Also, wie vorher alles, aber halt nur anders ein bisschen. Ja, ein bisschen anders. Und wir schießen sofort mit ihm, weil er ist dann halb tot schon. Einfach schon halb tot. Ja, und mit ihm gehen wir und mit den Zweien gehen wir nach oben. Ja. Ja, müsste reichen. Ja, wir können ihn ja auch sogar noch vorlocken mit der, anstatt die Eierschale zu benutzen, locken wir ihn lieber vor. Na gut, aber wir haben Stein. Das ist perfekt. Ah, die versteckt sich dahinter. Okay, auf jeden habe ich 100%. Okay, da unten wird eh nichts machen. Obwohl, er ist ein Heiler. Oh. Na komm, töten ihn. So. Ist er tot, oder? Jawohl. Ich denke mal, wir haben für alle zwei Züge. Ich sag nicht, er ist tot. Das wäre so schön gewesen, wenn er jetzt dadurch gestorben wäre. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Scheiße. Könnten wir es aber so machen. Genau. Dann müssen wir es so machen. Oh, das wird blöd. Ich sehe es. Ich glaube, hier werden wir es perfekt nicht hinkriegen. Das kann ich mir glauben. Ja, okay, Eierschale, also. Ja, kann man benutzen. Der wird eh sterben, der eine da. Okay. Habe ich gerade wirklich gesagt, das wird nicht funktionieren? Weil ich glaube, wir könnten schon jetzt noch alle besiegen. Also, so ist es jetzt nicht. Wenn wir jetzt
sehr krass raufgehen. Und jetzt einen Crit kriegen. Und irgendwie nicht alle schießen. Okay, er könnte sogar noch nach oben. Alter, was ist mit denen los? Na gut, dann töten wir erstmal ihn da. So, okay. Schöner Crit, das wäre jetzt... schade. Oh, hey. Gold. Er ist tot. Es müssen... Er muss sich einfach nur bewegen. Also, die Lava-Königin. So, das ist... Dass sie treffen. Dann haben wir es geschafft. Komm schon. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir haben verkackt. Ich glaube, wir haben auch nur zwei Züge Zeit. Weil das hätte man schaffen können. Das ist die Sache. Ja, ich glaube, das haben wir verkackt. Ja. Schön. Ja, dann schieße ich halt... Nee, ich kann mir ja auch nicht mal eine Rakete raufballern. Wir spielen ja gerade... Ja, quit. Quit. Ja, aber ich denke, eine Runde zu viel. Nee, oh mein Gott. Doch, drei Runden. Geilo. Ich hätte schwören können, dass ich verkackt hätte. Meinst wirklich? Ich dachte, ich hätte verkackt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Mit Lava-Königin. Und das hier kommt nach unten. Was bringt uns das, wenn wir keine Statue haben? Anscheinend. Gar nichts. Hm. Hupala. Mir ist aus Versehen gerade Wassercontroller sein geflutscht. Hihi. Wir siegen den Warte mal. Nein, das waren alle drei Minibüsse. Ne, aus jeder Welt meine ich. Leck mich im Arsch. Leck mich. Nee. Komm. Nee. Hier, krieg den Mittelfinger. Den Mittelfinger. Warte, ich küsse euch sogar den Mittelfinger. So. Mua. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ey, mein Peach. Die tut mir so leid, die Peach. Kommt ja gar nicht mehr vor. Aber hey, Peach. Ist halt so. Und 300 Kugeln. Ist das deren Ernst? Es läuft. Schild. Cooldown. Das könnte jetzt hier richtig nützlich sein. Heilradius. Hm. Ja, laufen, wenn. Mehr HP. Und den Teamsprung vielleicht noch einmal. Und noch ein bisschen Hochschuss. Obwohl ich nicht so der Fan bin von Hochschuss. Also das abzuupgraden ist nicht so mein Fan. Meine Frage ist jetzt. Wir könnten über der... Also wir könnten richtig... Oder wir gehen jetzt richtig rauf. Und mit richtig drauf meine ich wirklich richtig rauf. Das wäre erstmal hier die besiegen und dann Bowser Jr. als letztes. Ja, würde ich auch sogar vorschlagen. Let's go. Ja, wir hauen richtig drauf. Richtig. Richtig hauen wir drauf. Okay, kommt jeder an Yoshi ran. Holy fucking shit. Hat Peach eine Reichweite.
Wir werden alle getroffen, ja, machen wir. Nur Frost, ah ja, stimmt, Frost ist ja klar. Die Bombe macht über 600 Schaden. Damit könnten wir die zwei rausnehmen. Ja, wir könnten die zwei jetzt rausnehmen. Machen wir auch so. Machen wir jetzt schon. Machen wir. Also wir sagen mal schon mal, drei Minibusse sind schon mal tot. Das ist schon mal sehr geil. Nur das mit El Calavera ist jetzt halt ein bisschen blöd. So ein Hammerschlag wäre schon geil, aber... Alter. Der macht mir zu viel Damage dafür. Dann machen wir lieber hier, Quit. Ja, machen wir lieber. Aber ich bewege mich natürlich mit ihm. Weil das ist na klar. Also sonst hänge ich mit Mario wieder ganz nach hinten. Also das mache ich jetzt nicht. Und Gegner? Okay, danke. Das ist so gut, dass ich das Schild gerade gemacht habe. Das war sogar relativ gut, finde ich. Das ist jetzt eher weniger gut. Das ist jetzt doch weniger gut. Okay, wir müssten jetzt eigentlich alle besiegen. Ja, müssten wir eigentlich jetzt. Ah ja, berechnet 500 Schaden. Bis zu 500 Schaden. Mario setzt die Ulti auch ein. So. Wir machen es einfach ganz einfach. Ihn hier wird kein Problem sein, eigentlich auszulöschen. Also da habe ich jetzt keine Bedenken, sage ich mal, auf El Calavera. Mehr Bedenken habe ich auf ihn hier. Auf den guten alten Bowser Jr. Eierbrecher, komm, ja. Mario, komm, hau nochmal richtig rauf. Ja, moin. Komm nochmal ein Quit. Ja. Vier KP. Alter, die mache ich im Schlaf weg. Ja, da frisst sich auch ruhig den Schaden jetzt. Auf alle. Yay. Und. Ja, den Hammer werde ich wahrscheinlich nicht einsetzen. Das ist jetzt. Oh, das ist jetzt scheiße. Hätte ich vielleicht alle noch ein bisschen mehr Abstand nehmen sollen. Ja, komm erstmal hier, Yoshi. Ja, okay. Hätte Yoshi jetzt nicht gemacht, hätte ich auch Risiko spielen müssen mit dem Hammer und ja, vielleicht wäre Rabbit Peach dann gestorben wegen dem Quit. Zweifel ist es. Jo. Wahrscheinlich für jede Runde ein Boss, falls man jetzt schlecht ist. Aber wir brauchen nur zwei. Wir haben sogar schon zwei Missionen in diesem Part gemacht. Also, Leute, ich hole mir eine Zigarette. Eine Zigarette und so. Und dann. Nein, Spaß, ich rauche nicht. Ich rauche doch nicht. Wohl? Nein, nein, ich rauche nicht. Rauchen ist ungesund. Also Leute, niemals mit Rauchen anfangen. Und noch eine Kiste. Mit Megabug. Okay. Jetzt sollten wir den ganzen Weg wieder runter, oder wie jetzt? Stimmt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder hoch, oder nicht? Wir brauchen noch eine Truhe. Und hier ist jetzt gleich die Statue, kann das sein? Nee, hier ist erstmal noch eine Kiste mit... Oh mein Gott. Bowser Melody, yay! Den Endboss. Den Endboss Sound. Also Musik. Boss Musik. Und jetzt dürfen wir ja ganz nach oben. Also, ja. Ja, rot muss offen sein. Hm. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder nach oben.
Ja, das passt noch in den Part. Das passt noch. Der geht ja auch nur 25 Minuten. Und dafür haben wir sehr viel geschafft. Zwei Missionen. Das Bonuskapitel. Ja, dann nehmen wir in den nächsten Part wahrscheinlich die letzten Missionen an. Und dann ist es auch nicht mehr viel. Vier Missionen aus dieser Welt und dann, ja, wie gesagt, lasst euch überraschen, was danach passiert. So, dann machen wir nochmal das. Okay, warte mal. Bevor ich... Ja, erstmal festhängen. Ne, okay, ich wollte gucken, ob ich hier vielleicht, ja, das brauche, aber nee, brauche ich nicht, zum Glück. Aber wir können die Starte wieder mitnehmen. Das heißt, wir müssen die woanders nochmal einsetzen. Und ich glaube, das hier ist einfach nur gemacht, weil das soll einfach eine Abkürzung sein. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Okay, jetzt dürfen wir ihn nochmal da rumführen. Ich glaube, hier wollen die das Spiel gerade strecken. Habe ich das Gefühl. Weil das hätte man einfach ganz einfach machen können. Dass man oben dann diesen Schalter drückt oder so, halt den... Ja. Dass man halt zurückgehen kann oder so. Ach, keine Ahnung. Und auf jeden Fall... Dieses Game ist bald zu Ende. Ich bin so traurig. Oh Mann, ich habe wieder so richtig gute Laune durch Mario Rabbids. Ich meine es wirklich. Wenn, also bei mir ist das so, wenn ich schlechte Laune habe, zocke ich Mario Rabbids. Ich habe sofort gute Laune. Sofort. Aber wirklich sofort. Mega Drachen Bowser. Nochmal 20 Powerkugeln. Ja. Und wahrscheinlich jetzt die... Nee, Bowsers Festung, oder? Yay, ich wusste es. Ja, also, nochmal ganz kurz zu sagen, wenn ich Mario & Rabbids zocke, habe ich immer gute Laune. Das ist so, wie manche dann so eine Serie gucken, die ich schon tausendmal gesehen haben und dann gute Laune kriegen. Bei mir ist das halt so, wenn ich Mario & Rabbids gucke... ja, gucke. Ja, okay, wenn ich mein eigenes Let's Play gucke, das empfehle ich euch auch, dass ihr auch mein Let's Play guckt. Also, wer es nicht geguckt hat... Guck's auf jeden Fall. Ja. Aber bei mir ist das so, wenn ich Mario und Rabbit zocke, dann habe ich die beste Laune auf der Erde. Und Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat von Mario und Rabbids Kingdom Battle, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Abonnieren nicht vergessen, um Mario und Rabbids und andere Projekte etc. Livestreams und zu verpassen. Und wir sehen uns. Bis dann und ciao, ciao!